Willkommen zu unserem Dienstagabendprogramm. Wir werden heute auf dem Metta der letzten 2 Wochen aufbauend mit dem Mitgefühl, mit Karuna, die Brahma-Viharas weiter ausbauen und im zweiten Teil uns dann da auch darüber austauschen, um 2 Wochen des Karuna-Schwerpunktes für unsere Meditation einzuläuten. Wir beginnen aber zunächst damit, den Geist zu beruhigen, den Körper zu entspannen, die beiden der Gegenwart zusammenzuführen, immer die Aufmerksamkeit aufs Ein- und Ausatmen des Körpers lenken. In diesem Raum der Ganzkörper, Achtsamkeit lassen wir zunächst Metta hineinwirken. Erinnern uns die Fähigkeit dieses menschlichen Geistes, eine wohlwollende, freundliche, altruistische Gesinnung ganz direkt und bewusst auszudrücken. Dieser Menschengeist kann allen Wesen Frieden wünschen.
und den angenehmen, heilsamen Effekt dieses Gedankens somatisch spüren. Um dann unsere Mitgefühlsübung zu starten, möchte ich euch zunächst bitten, Wesen, Menschen oder Tier, das euch am Herzen liegt, auszuwählen, euer Kontemplationsobjekt. An dem wir jetzt die verschiedenen Dukkha-Arten als Anlass für Mitgefühl erforschen wollen. Machen uns bewusst, dass dieses Wesen immer wieder im Erleben von unangenehmem Empfinden und Dukkha-Vedana ausgesetzt ist. Können wir uns an eine Begebenheit erinnern, wo das deutlich
zu bemerken war. Traurigkeit oder Schmerz nach außen hin sichtbar war. Versuchen wir nun hier aufbauend auf der Körperachtsamkeit von Metta, altruistisch, wohlwollend gestimmt ist, Dukkha zu sehen, mitzufühlen, dabei achten wir besonders darauf, nicht so heilsame emotionale Zustände wie Traurigkeit, Reue oder Ablehnung, dass sich nicht mit dem heilsamen Zustand des Mitfühlens vermischen zu lassen. Diese apathische Haltung, der wir bemerken, dass das Dukkha eines anderen Wesens uns auch berühren kann, sich etwas Heilsames und eben auch Beglückendes. Etwas, was die Ich-Bezogenheit und Begrenztheit aufweichen kann. Und bei einem Wesen. Und noch viel mehr, wenn wir jetzt alle Wesen zum Objekt unseres Mitgefühls machen. Es gibt ja kein Wesen, das wirklich in Sicherheit ist vor Dukkha Vedana, wo Empfindungen unangenehm sind. Dieser ausgelieferte Zustand, dieses Vedana Dukkha sehen und mitfühlen.
hängt wieder an das Wesen, das wir als Mitgefühlsobjekt ausgewählt haben. Machen uns bewusst, dass jede nur irgend mögliche Erfahrung dieses Wesens eine der Unbeständigkeit ist. Dieses Wesen in einer Welt lebt, der unaufhaltsam die Eindrücke kommen und gehen. Gehen und vergehen, auch die inneren Gedanken, Gefühle, einem nie stillstehenden Strom des sich neu anpassen müssens und doch wieder veränderns hinwälzen. Dieses universelle Merkmal des unbefriedigenden, unbeständigen. Immer auch unser Liebeswesen ausgesetzt ist. Können auch dieses Anicca Dukkha sehen, mitfühlen. Dann weiten wir auch hier den Geist aus, sodass wir ganz uneingeschränkt bei allen Wesen das Anicca Dukkha sehen und mitfühlen können.
Dann kontemplieren wir das unser Übungswesen aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht frei von Nichtwissen, im daraus entstehenden Aufgreifen zusammen Leben der Kandas ist. Auch noch das Nichtwissen induzierte Dukkha, der Scheinidentität immer wieder entstehen muss. Das können wir unseren Mitwesen ja manchmal direkt anmerken, wenn wir es aus einzelnen Sinneseindrücken ganze Geschichten entstehen, die wir dann einem vermeintlichen ständigen Selbst verknüpfen, dadurch Bedeutung aufladen, Tragik und Freude entsteht. Beide in einer Illusion wurzeln. Können wir in unserem lieben Wesen Upadana aufgreift, Dukkha sehen und mitfühlen?
Auch hier denken wir an alle Wesen, die noch nicht frei sind vom Dukkha des Identifizierens. Ganz weit lassen wir unser Mitgefühl zu allen Wesen wandern, indem wir Upadana Dukkha sehen, mitfühlen. Dann geht es in 10 Minuten weiter mit unserer Austauschrunde zur Mitgefühlsmeditation und wie ihr das so praktiziert. Dann bis gleich.